Ich bin Sarah, ich bin 24 Jahre alt. Ich arbeite im Kinderheim in einer Krisengruppe von 6 bis 14 Jahren. Und mein größter Wunsch und das, wofür ich lebe, ist, dass ich Menschen von Gott erzählen kann und sie mit Jesus in Berührung bringen kann. Die Herausforderung in der Krisengruppe besteht einfach darin, dass ich meist alleine bin mit 10 Kindern und den Kindern gerne begegnen möchte. Ganz besonders auch natürlich auf der Ebene, ihnen einfach ihre Bedürfnisse zu stillen. Heißt es, ob sie mal eine Umarmung brauchen oder ob sie einfach mal Zeit brauchen zu zweit. Und die Kinder kommen meist in ihrem Tiefpunkt ihres Lebens zu uns. Sie kommen aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, die Kinder nicht gewollt sind oder wo ein Familienmitglied gestorben ist. Ich nutze das Superbuch, um den Kindern von Gott zu erzählen. Und im Kinderheim gucken wir abends meist Fernsehen. So wie ich lebe, das sehen sie auch. Aber für Kinder ist es nochmal was ganz Besonderes, wenn sie das verbildlicht haben. Und sowas auch für einen Jungen. Da wurde seine Mutter umgebracht von seinem eigenen Vater vor seinen Augen. Und er hat einfach nichts verstanden, was ich ihm erzählt habe. Und der Junge, als er das erste Mal Superbuch gesehen hat, hatte es auf einmal bei ihm Klick gemacht. Und er hat so gesagt, ach, deswegen ist Jesus für uns gestorben, weil er uns die Fehler vergibt. Und das war wirklich was Wunderbares, Superbuch dafür benutzen zu können. Das erste Mal, als ich Superbuch gezeigt habe, da habe ich eine DVD über Vergebung gezeigt und ich wusste, dass ich ein Kind bei mir habe, wo der kleine Bruder umgebracht wurde. Und sie fragte mich, nachdem sie die DVD gesehen hatte, ob sie jedem Menschen vergeben muss. Und ich wusste, worauf sie hinausspielt, dass sie dem Peiniger vergeben muss von ihrem kleinen Bruder. Und ich hatte so ein gutes Gespräch mit ihr und wie ich am nächsten Morgen rausgefunden habe, war es, dass sie ihrer Mitbewohnerin von Jesus erzählt hatte und sie zusammen Jesus eingeladen haben und dass wirklich ein Frieden jetzt in ihr ist. Ich habe einen 9-jährigen Jungen auf meine Gruppe bekommen für einen Dienst und wir haben zusammen Superbuch geguckt und in diesem Superbuch wurde gezeigt, dass Jesus stärker als der Teufel ist und dass was Jesus alles tut. Er erzählte mir, dass er nachts jedes Mal Besuch bekommt von einem Mann in einem schwarzen Gewand und dass er so Angst hat und Albträume, dass er nicht schlafen könne. Und er erzählte mir einfach, dass er gerne Gott in sein Leben einladen würde. Und als wir das gemacht haben, war es so, dass er gesagt hat, er spüre so einen kalten Zug in sich. Und es fühle sich an, als wenn das Böse jetzt gehen würde. In dem Moment kamen ganz viele neue Erkenntnisse für ihn. Und dann hat er gesagt, ja, letzte Woche, da hat mir eine böse Stimme, das muss ja jetzt der Teufel gewesen sein, gesagt, dass ich vom Balkon springen soll. Und da war aber auch noch eine andere Stimme, das muss ja dann Gott gewesen sein, der gesagt hat, spring nicht, ich habe noch so viel mit dir vor und ich habe einen Plan für dein Leben. Und er hat einfach selber kombiniert und hat selber erkannt, dass Jesus stärker als der Teufel ist, dass Jesus den Teufel besiegt hat, nur weil er das bildlich gesehen hatte. Und am nächsten Morgen habe ich ihn gefragt, wie er geschlafen hat. Und da hat er gesagt, erst habe ich nicht daran geglaubt, aber dann habe ich auf Gott vertraut und dann konnte ich gut schlafen. Ich hatte keine Albträume und heute Morgen habe ich gleich Jesus gefragt, dass er mir Liebe in mein Herz schenkt. Superbuch hilft mir einfach auf der Arbeit, den Kindern zu begegnen, ihnen zu zeigen, was es mit Gott auf sich hat oder was die übernatürliche Welt ist, dass es so klar und deutlich vermittelt wird, dass es so verständlich ist, dass die Kinder einfach kapieren, worum es geht.